Herzlich willkommen, Freunde Pokekids. 883 hat mir sein Level eingesendet und hat auch was erwähnt, was ich jetzt mal ganz kurz ansprechen wollte. Und zwar wurde schon mal ein paar Mal gefragt, ob ich irgendwie eine Liste machen kann, wann welches Level dran ist, beziehungsweise ob meine Level oder ob mein Level angekommen ist, ist mein Level vielleicht verloren gegangen. Das werde ich in Zukunft machen. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung. Vielleicht ist es in dem Video schon drin. Wenn nicht, ist es im nächsten Video auf jeden Fall drin. Da werde ich dann eine kurze Erklärung machen und dann könnt ihr euch anhand des Google-Dokumentes die Übersicht von diesem Google-Dokument angucken und ansehen, wann in welcher Reihenfolge euer Level dran ist, wann es eingesendet wurde. Und ich arbeite von oben nach unten mich durch, außer natürlich, das hat jetzt dreimal einer selber eingesendet. Dann überspringe ich den erst einmal. Ziehe ja jemand anders vor und hole ihn dann wieder nach. Ja. Ich kann jetzt auch mal schon nebenbei nachgucken, weil du ja gefragt hast, Pokekids, Entschuldigung, ob dein Level eingegangen ist, beziehungsweise deine Welt. Ja, deine Welt ist eingegangen. Ich habe sie hier. Ja, das ist die Welt, die hast du mit den Levels, die du in der Videobeschreibung verwendet hast. Eine Videobeschreibung, der Levelbeschreibung angegeben hast. Die ist auf jeden Fall drin. Keine Sorge. Ich werde die Le Welten dann auch noch spielen. Nur ich habe jetzt ziemlich viele Level reingekriegt. Welten eher weniger. Deswegen wollte ich erstmal ein bisschen Levels aufholen. Dass ich da nicht so ein Übermaß an Anschwung habe. Gegenüber den Welten. Dum-dum-dum-dum. Ich werde in Zukunft dann versuchen, ein Google-Dokument zu machen, wo ihr sehen könnt, welches Level wann es ist. Ich wollte die Münzen jetzt nicht ansammeln, weil ich dachte eventuell, dass er ein Pau ist. Dieses Video wird scheinbar etwas kürzer, weil er hat nur ein Level eingesendet. Und das soll ein relativ einfaches sein. Darf ich schon mal was ganz ehrlich sagen? Das hier, dieser Weg ist mir zu riskant, um ihn zu machen. Weil ich nicht weiß, ob da doppelter Boden ist oder nicht. Deswegen lasse ich das einfach mal. Oh, ich dachte gerade schon. Also, was haben wir denn hier versteckt? Hui. Upsala. Das war natürlich sehr gut von mir. So. Oh. Aber jetzt habe ich zumindest wieder mal ein paar Ranken hier. Oh. Oho. 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 Mein Leben. Secret. Plopp. Ich will da oben rum. So, was haben wir hier? Wow. Stimmt ja. Spin Jump. Ich hab's vergessen. Super gemacht, Ray. Hoppala. Oh, Halbzeit. Dankeschön. Jetzt muss ich in den Untergrund. Okay, jetzt bin ich hier. Das ist nämlich hinter dem anderen Ding. So wie es scheint. Aber sehr, sehr viele Münzen angebracht. Muss ich mal nebenbei anmerken. Mir jetzt die durchschnittlichen an Münzen hergeben. Also, an sich, es lässt sich für mich einfach oder einigermaßen einfach spielen, aber in die Kategorie einfach gehört es trotzdem nicht. Wenn du das Level nämlich einem Beginner in die Hand drückst, der würde damit nicht klarkommen, so mal nebenbei. Hopp, hopp. Gut. Wow. Wow. What the fuck?
Irgendwie sieht das total süß aus. Wie der Wickler da eben gerade noch mit dem Blümchen da drin saß. Ein Leben. No. Ach, verdammt. Don't do that. Verdammt. Ah, das ist trotzdem. Wicklerception. Die Apokalypse der Wickler. Wow. Die Apokalypse der Wickler. Mist, 10 Uhr. Okay, das war heute eine relativ fixe Runde. Und diese Runde will ich auch gleichzeitig nutzen, um halt diese Info zu überbringen. Schaut einfach in diesem Video, beziehungsweise im nächsten Video, einfach in die Videobeschreibung, wenn ihr Levelersteller seid. Ich werde die spätestens so schnell ich kann halt up to date bringen. Mit einem kleinen Infovideo dazu. Und dann sollte da jetzt keine, brauche ich euch keine Sorgen mehr machen wegen den. Ja, ist mein Level angekommen oder nicht? Dann könnt ihr das alles komplett einsehen. Okay, Freunde, dann war's das für diesmal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bei Super Mario Maker. Also, bis dahin. Moment, Moment, Moment. Ich habe die Bewertung vergessen. Natürlich. Optik hast du dir sehr viel Mühe gegeben. Weil ich jetzt so dreist war und beinahe deine Bewertung vergessen habe, kriegst du sogar einen S-Rang. Der Aufbau, Aufbau, muss man sagen, war so Wicklerception-mäßig. Nur Wickler, 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 Wickler. Aber es hat sich trotzdem angenehm spielen lassen. Kriegst du von mir auf jeden Fall einen A-Rang. Danach mein persönliches Feedback. Wicklerception. Weißt du was? Du bekommst hier von mir einen W-Rang für Wicklerception. Ich habe da jetzt die Präferenz dazu. So. Fairness. Warte mal. Da habe ich vergessen, nur die Trennung reinzumachen. Fairness ist auf jeden Fall fair. So. Und das W für Wicklerception. Okay. Noch schnell die Bewertung gemacht. Ich hab's so fast vergessen. So. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal.